So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 5. Ich habe gerade meine Ninja-Schule ausgewählt und die nächste Challenge Map Hauptstraße Extremspieler. Auf leicht mit 2 Superaffen auf 2-2. Bloß nicht mehr geben hier. 5 Wurfpfeilaffen ohne explosive Pfeile, 3 Ninja-Affen und 5 Scharfschützen. Oh, ist ja schön, kriegt man Erfahrung. Ist ja cool. Extreme Streckenregeln, 50 Dollar je und je Versuch, massive XP-Belohnung. Okay, leicht. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Schnellstrecke ist hier sogar verboten. Ist ja interessant. Gut, also in der Mitte anscheinend kommen sie hier durch. Ach du Kacke, kann ich hier heraufsetzen? Ja, kann ich hier raufsetzen. Wurfpfeilaffen ohne explosive Pfeile, 3 Ninja-Affen und 5 Scharfschützen. Dann werde ich mir natürlich erstmal einen Ninja-Affen krallen, denke ich mal. Schade, kann ich nicht so direkt in die Mitte setzen. Ich kenne mehr Bock gar nicht. Aber wird schon werden. So, Ninja-Disziplin. Ich meine, es ist leicht, also eigentlich sollte es auch leicht möglich sein. Das war übrigens mal Patrick Simon. Diese Challenge. Wird schon werden, oder? Denk schon. Auf leicht ist es eine schöne XP-Belohnung auf jeden Fall. 50.000. 50.000 Popcorns einfach mal wert. Ich werde erstmal 5 Wurfpfeilaffen sind zwar schön und gut, aber wenn sie nicht explosiv sind, dann nutzen sie mir auch nichts. Spitze Shuriken. Wir haben so ein bisschen unseren Ninja dafür benutzt. Ich werde hier unten noch einen hinsetzen und hier ein bisschen hier noch einen hinsetzen. Nicht so weit vorkommen. Und 5 Scharfschützen, ah, später. Das später. So, das sind ja, ist ja die ersten Runden hier, also kann uns noch ganz, ganz gechillt angehen. So, hier. Und dann noch einen Ninja. Ich habe ja, wie gesagt, einen Ninja-Schule mitgenommen. Als Häuschen, damit sie halt ein bisschen günstiger sind. Dann schau, ich werde auf jeden Fall gleich noch. Ne, wobei ich mache nicht den dritten hinsetzen. Erstmal suchen der Shuriken. Ninja-Disziplin, ich werde die einfach mal so auf. Am besten auf 2-2 eigentlich bringen, aber. Gut, ja, dauert halt ein bisschen die ersten paar Runden. Schauen wir mal. Gucken, ob wir hier ein paar Leben verlieren. Weil, also, ihr habt schon gesehen, der Moab bei der letzten Folge. Wenn ein Moab durchkommt, sind auf jeden Fall 240 Leben waren es, glaube ich, gewesen. Nee, doch 240 Leben ist ja vielleicht gewesen. Welche Challenge waren es genau gewesen? Ach genau, mit dem Magier mit Wirbelsturm und Kleberaffen, genau. Das war auf leicht gewesen, glaube ich. Weil ich auch schon gesagt hatte, wird ein bisschen schwierig. Und ich hatte sowas von recht. Oh, suchende Shuriken. Und ja, ein Moab hat dann halt 240 Leben weggeschrammt. Das ist fies. Das ist echt fies. Ich werde Wurfpfeilaffen jetzt noch. Wie machen wir das denn? Machen wir super Dreifachwurfpfeile oder machen wir Katapulte? Keine Ahnung. Ich werde sie auf jeden Fall auch hier hinsetzen. So ein bisschen als kleine Unterstützung. Ja, das erste Mal, das ist glaube ich eine Extremspieler-Map-Spiele. Ich glaube, die kenne ich so ansonsten gar nicht. Dann werden wir hier noch welche hinsetzen, 2 Stück. Ist ein bisschen teuer, aber werden wir später aufrüsten. Superaffen muss ja auch noch hin, da kommt einer hier und dann einer wahrscheinlich dahin. Spitze Shuriken. Ablenkung auf jeden Fall jetzt überall noch. Skillen, das ist wichtig. Ach, warte mal. Doch. Oh, 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 warte, warte, warte. Schnell feuern. Wie viel darf ich hinsetzen? 5 Scharfschützen. Genau, 2 Superaffen dann später noch. Weil es kommen ja auch gleich Leadbloons und da hätte ich vielleicht auf dem Ninja durchaus eine Blendgranate benutzen sollen. Wobei ich kann ja immer noch. Ich kann ja immer noch. Noch geht's ja immer noch. Aber noch können wir ruhig mit unserem Scharfschützen schießen. Ja, da war schon der erste Lead. Nächster Lead. Egal, einfach alle hier hin. Überhaupt kein Thema. Lass mal lieber auf unterschiedlichen Fokus kämpfen. Vielleicht den auf letzten oder so. Ja, wobei letzten ist auch doof. Wird schon immer stärkster sein. Sonst ist ja doof, kann ich vielleicht doch einen Lieblun durch. So, und jetzt natürlich noch ein bisschen auf, ja, entweder Doppelschuss jetzt, ja,
Vielleicht die beiden auf Doppelschuss und der auf Blendgranate. Dann sind wir vielleicht so ein bisschen auf der sicheren Seite. Ist schwierig, ja, definitiv. Weil es sehr, sehr kurzer Weg ist und zwei Wege. Es ist, ja, schwierig. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Theoretisch könnte man sich noch Spezialagenten und so weiter holen, aber es ist ja ein bisschen dazu leicht, finde ich. Einen Scharfschützen darf ich mir noch gönnen. Hauptsache, die machen erstmal die Leads kaputt. Damit meine ganzen anderen Affen die anderen Schichten platzen können. So, jetzt steht hier. Na, wir haben noch 8 Runden bis zur Leicht, bis zur Moorbrunde. 9 Runden. Schauen wir mal. So, Blendgranate gleich. Da haben wir die Blendgranate. Batsch, batsch. Oh, Superaffen. Ich warte auf euch. Und Blunizu müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Wobei, wir können vielleicht auch die Superaffen weglassen. Erstmal, dann machen wir erstmal Blunizu, weil es vielleicht wichtiger ist. Hm. Es ist saugefährlich, ey. Holy shit! Hm, da kam ein Keramik, super. Okay, super auf 1. Auf 2-2 war, glaube ich, gewesen. Genau. Ah, achso, kostet sogar nur 2220, ist ja super. Bau mal Blunizu doch gleich mal. Finde ich doch ein bisschen wichtiger als die Superaffen. Gerade weil sie ja Tamlun sehen können. Ach, geht weg. Ekelhafte Mistviecher. Oh, 2 Runden bis zum Fuck Moab. Scheiße, ja, ich echt Angst, muss ich sagen. Mal ein bisschen stärker machen unseren Scharfschützen. Geht er sowieso auf den stärksten. Nächste Runde kommt ja eh nur der BFB alleine. Der Moab BFB. Also das hier zu schaffen mit Song, ja gut, kannst du natürlich noch ein Dings dafür benutzen, die Häcksler. Aber Song und so weiter, wenn das hier kommt, ist es schon sportlich. Ein bisschen Reichweite erhöhen vielleicht, damit es ein bisschen noch was bringt. Da ist der BFB. Ja, BFB, warum sag ich immer BFB? Moab. Da haben wir Laserstrahlen. Blunizu haben wir jetzt bei beidem, genau. Dann sollten wir sie vielleicht mal aufrüsten. Dreifach Hochfall. Weiß, glaube ich, jetzt nicht mehr wirklich viel bringt. Sollte man vielleicht doch lieber einen zweiten Superaffen hinsetzen stattdessen. Na, zweiten Superaffen? Klar war. Locker. Locker, locker. Ja, 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 okay. Gefährlich. Ah, die Blendgranate ist super. Wenn sie immer schön auf die Mitte zielt am besten, das ist natürlich am optimalsten. Aber hier die 63. und 79. Runde zu überstehen, ist auch ziemlich sportlich. Oh Gott, ich hasse die Bloons. Gefährlich, weil gerade die BFBs noch mit am Leben waren. Geschafft! Bronze, 50.000 Erfahrung, 5 Münzen, what? Das ist ja heftig. Ja Leute, 50.000 Erfahrung geschafft, 50.000 Erfahrung bekommen. Was kriegen wir eigentlich bei 200.000 Erfahrung? Extreme Streckenregeln. 50 Dollar je Versuch? Ob ich jetzt Dollar bekomme? Gar nicht mitbekommen. Muss ich ja mal gucken, ganz kurz in der Voraufnahme. Und der da, wie viel wir am Ende hatten. Bin ich nicht mehr rausgegangen, aber ich habe hier, glaube ich, den Magieturm gekauft. Genau, 801 hatte ich. Muss ich dafür bezahlen? Ah, ich muss dafür bezahlen. Ich muss 50 Dollar dafür bezahlen, dass ich eine Extremspieler-Mission spiele. Das ist ja fies. Habe ich nicht schon Rang 60 erreicht? Nee, ne? Oder? Nee, 59, okay. Das ist ja fies, dass ich 50... Ah, ist ja interessant. Wusste ich gar nicht. Ich muss 50 Dollar bezahlen dafür, dass ich so eine Strecke spielen kann. Gibt natürlich ordentlich Erfahrung dafür, ne? Das ist ja logisch. Ah, Tergo gibt es ja noch Hauptstraße Bluntonium Labor. Der Schein. Die einzigen 3 Extremspieler-Maps zu sein. Ja, hier gibt es 200.000 Erfahrung. Wie viel gibt es hier? Ach, das kann ich da gar nicht.
Okay, auch 200.000 Erfahrung. Ja, guckst du mal, ne? Gibt es eigentlich nochmal 50.000 Erfahrung? Ne, 20.000 jetzt nur noch. Das ist ja heftig, ey. Aber 5 Münzen, das ist nicht gerade wenig. 5 Tokens, das ist 17 Tokens habe ich jetzt. Startgeld, Startleben. Startgeld ist nicht übel. Oh, Startgeld vielleicht. Oh, zack. Start mal mit 90 statt mit, ich glaube, 40 hat man, so hat man vorhin, oder 60. Ich glaube, 30, 40 oder. Ja, irgendwie so. Ja, Leute, das war's gewesen. Die Challenge von. Wie hieß er nochmal? Von Patrick Simon, genau. Deine Challenge geschafft, wunderbar. Ja, vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Von Bloons. Bis dann. Ciao, Leute.